Da schau rein, das ist das Motto bei Frankenfernsehen. Und bei unserem nächsten Thema würde ich fast sagen, da beiß rein. Seit Jahren gehört er zu den Top 100 Supermärkten in Deutschland und Ende 2015 zum Unternehmen des Jahres vom Mittelfränkischen Handelsverband gekürt, nämlich Edeka Center Kulinarwelten Stengel. Zwei Spezialitätenabteilungen gibt es im Fokus, nämlich Käse. Und zum anderen die Getränke. Und ja, wir haben eine Käsesommelier hier und eine, die Leiterin der Käseabteilung von Edeka Center Kulinarwendel Stengel, nämlich Lara Stengel. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich habe gerade schon ein bisschen auf den Käse geguckt und habe gesagt, wow, ich möchte eigentlich am liebsten sofort loslegen und überall reinbeißen. Ich bin absoluter Käsefan Das ist gut und zu war wissen. auch schon oft bei Ihnen drin und habe mir die Sachen angeguckt und natürlich mich auch sehr gut beraten lassen. Schauen wir uns gleich mal im Detail alles an. Allerdings würde ich ganz gerne vorher so ein bisschen auf ein paar Impressionen gucken von Edeka Stengel, was sie so alles zu bieten haben. Wir haben ein paar schöne Bilder vorbereitet und das gucken wir uns einfach mal gemeinsam an. Ne? Was haben wir hier? Das ist natürlich unsere Front, unser Haupteingang, unser Aushängeschild unseres Ladens. Genau. Genau. Und wir wollen ja einmal so ein bisschen eintauchen bei Ihnen. Oh, das schaut auch ganz klasse aus. Genau, das ist praktisch unser Eingangsbereich. Das Erste, was man sieht bei uns im Laden, unsere große Obstabteilung mit vielen verschiedenen Exoten, Spezialprodukten etc., die auch wirklich unsere Antipastitheke haben wir jetzt hier im nächsten Bild. Zum Reinbeißen, sofort. Da haben Sie sehr viel im Angebot, ne? Auf jeden Fall, wir haben ganz viele verschiedene Sorten. Okay, also sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Da gehen wir später auch noch mal ganz genau drauf ein. Das ist der Getränkemarkt. Sie sind ja, glaube ich, der größte in Deutschland, ne? Genau, wir sind der größte Getränkemarkt in Deutschland. Hier haben wir jetzt einen Auszug von der Weinabteilung. Insgesamt 1700 Quadratmeter, schauen wir es dann an. Und hier natürlich der frische Bereich. Da gibt es eigentlich auch alles, was sich so auf der ganzen Welt umhertummelt. Wir haben Exoten aus der ganzen Welt bei uns vereint und da kommen auch die Leute aus der ganzen Region und kommen zum Einkaufen. Sehr schön. Dann ich muss sagen, das schaut alles sehr, sehr aufgeräumt auch aus. Also da der vegane Bereich, sehr wichtig, glaube ich, ne, heutzutage. Auf jeden Fall, vegan ist ja der große Trend momentan und wir versuchen natürlich immer irgendwo eine gewisse Ordnung in unserem Laden zu halten. Natürlich schafft man es nicht immer, aber uns ist doch Sauberkeit und Ordnung recht wichtig. Okay. Ei, was ist da los? Wir haben häufig Abendveranstaltungen, wie Okay. jetzt hier sehen wir unseren orientalischen Abend. Da hatten wir eine Bauchtänzerinnengruppe bei uns zu Gast, die dann eben ihre Show aufgeführt haben. Dazu gab es ganz tolles orientalisches Essen und natürlich auch Live-Musik. Sehr schön, also anzugucken. Dann hier was ist das? Darth Vader. Da hatten wir eine Charity-Veranstaltung für einen Verein, dem wir Gelder gespendet haben. Und da kamen dann auch eben die Figuren von Star Wars zu unserem dreijährigen Jubiläum zu Okay. uns. Und da sehen Sie natürlich mich, wie ich Darth Vader bediene. Okay. Ich meine, er kriegt bei uns tolle Sachen. Insofern, wo soll er denn sonst hinkommen? War schon ungewöhnlich, oder? Auf jeden Fall. Im Okay. ersten Moment ist es ein bisschen komisch, aber es hat was. Wollen wir mal ganz kurz nach den ersten Eindrücken auf, ja, sage ich mal, die Käseabteilung eingehen? Ich habe mir sagen lassen, Achtung, meine Damen und Herren, 450 Sorten aus 14 Ländern. Wie bekommt man das unter einen Hut? Mit einer großen Abteilung vor allem. Wir brauchen natürlich wahnsinnig viel Platz für unsere Käsesorten. Dadurch, dass wir einfach so ein unfassbar großes Sortiment haben, wir haben natürlich nicht permanent 450 Sorten da. Sie wechseln natürlich auch immer saisonal, weil es nicht zu jedem Zeitpunkt das Gleiche gibt, ganz klassischerweise. Aber wir haben ja auch ein bisschen Auszug mitgebracht, was wir an tollen Sachen mit dabei haben. Und auch ganz ausgefallene Sachen, wie gesagt, aus aller Herren Länder sind da dabei. Sehr, sehr schön. Also da läuft mir wirklich das Wasser im Mund zusammen. Ich habe einen großen Vorteil, meine Damen und Herren. Ich darf den nachher mal testen. Für Sie Probetesten, im Prinzip ein klein wenig. Wir haben es ja schon am Anfang so ein bisschen gehört. Sie sind Käsesommelier, heißt es, in Deutschland. Die jüngste, glaube ich, habe ich mir sagen Aktuell lassen. noch, Aktuell ja. die jüngste. Und wir verbinden natürlich damit eine echte Leidenschaft, was den Käse angeht. Wie kam es denn dazu? Mehr oder weniger eigentlich durch Zufall. Also dadurch, dass natürlich in meiner Familie schon die Feinkost immer eine große Rolle gespielt hat, kam man da so ein bisschen rein. Einfach auch,
Ja, spontan kann man nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich auch irgendwo eine gewisse Sache der Anerziehung. Man hat es so ein bisschen durch die Familie mitbekommen und dann gab es eben die Möglichkeit, in die Käsetheke zu wechseln und allein schon da diese ganzen Sachen vor der Nase zu haben. Und da hat sich natürlich dann die Begeisterung noch mehr geschürt, als sie ohnehin schon war. Insofern schaut man dann, dass man weiterkommt und bildet sich auch weiter entsprechend. Die Alm ist normalerweise sehr hoch oben, sagen wir mal so auf 1000 Metern, 2000 Metern, 1500 Metern. Die Stengelkäsealm befindet sich auf 300 Meter Lufthöhe, sage ich mal, oder Meereshöhe, sagt man so schön. Wir schauen uns mal ein paar Bilder an dazu. Also das ist so der komplette Bereich, ne? Genau, das ist einmal unsere umfassende Abteilung. Sie sehen schon, wir haben auch teilweise ganze Käse mit dabei, die wir dann auch per Hand aufschneiden. Ist immer ein bisschen größere Aktion. Hier haben wir einen kleinen Ausblick auf unsere Weichkäse aus unserer Spezialsortimente, gerade aus Frankreich. Viel handwerkliche Herstellung, okay. Viel traditionelle Produkte sind da mit dabei. Sehr schön. Wie kommt man auf diese exklusiven Käsesorten? Mit welcher Auswahl kann man da, also haben Sie schon ein bisschen gehört, noch rechnen? Wir haben natürlich wahnsinnig viele tolle, ausgefallene Produkte. Die bekommen wir über Messen, darüber, dass wir uns immer weiterbilden. Und dann natürlich auch immer mal wieder jemand was vorbeibringt oder auch durch Kundenwünsche. Kunden kommen dann gezielt zu uns und erzählen uns, dass sie irgendwas irgendwo probiert haben im Urlaub und ob wir das nicht herbekommen können für sie. Ah ja. Insofern, wir gehen da auch wirklich individuell auf unsere Kunden ein, gerade in dem Bezug. Darf ich mal probieren jetzt mal ganz kurz? Natürlich. Was haben wir jetzt hier? Ich rutsche es mal rüber, Achtung. Na, sehr gerne. Darf ich mir einfach ein Stück runterschneiden? Ja, natürlich. Was ist das jetzt hier? Was habe ich jetzt wir hier? Wir haben jetzt hier einmal ein Dattel-Walnuss-Früchtebrot. Okay. Das passt natürlich ideal zu etwas stärkeren, etwas intensiveren Käsesorten, okay. Durch dieses leicht fruchtige Aroma. Muss ich kombinieren, ne? Natürlich. Okay, gut. Und dann haben wir noch einen wundervollen Beaufort. Das ist einer unserer ausgefalleneren Käsesorten. Das ist ein Hartkäse aus Frankreich, ein Beaufort de Tillat Barge Reserve. Okay. Zungenbrecher. Und der wird aus reiner Sommermilch hergestellt, ist dementsprechend auch teilweise saisonbedingt. Gibt es in allen möglichen Reifestufen. Ich habe jetzt ein etwas älteres Modell mitgebracht, der natürlich aber auch einen ganz tollen eigenen Geschmack natürlich mitbringt. Sehr gut. Nach einem kurzen Spot geht es weiter mit einem Männerthema, meine Damen und Herren. Kulinarik Weltenstengel. Alle Zutaten für ein feines Leben. Sehr schön. Also die Kulinarwelten, glaube ich, die muss man unbedingt erleben in der Waldstraße und da mal vorbeischauen. Ihr seid ja auch ein sehr sympathischer Haufen, ne? So denke ich mal. Ne? Auf jeden Fall. Sie sehen es ja an unseren Werbespots etc. Wir sind einfach, ich sag mal, ein bisschen verrückt und ein bisschen menschlich. Sehr schön. Auf unsere Art. Genau. Und wir haben es ja gerade gesagt, Männerthema unter anderem. Es gibt, vorhin schon mal kurz angesprochen, den größten Getränkemarkt in Deutschland auf 1700 Quadratmeter. Das ist ja Wahnsinn. Was habt ihr da alles drin? Was kann man da erleben? Ach Gott, da kommen Sie uns am besten mal selber besuchen und machen Sie sich selber einen Eindruck davon. Wir haben wahnsinnig viele Sortimente. Wir haben internationale Softdrinks, 150 Stück. Wir haben 200 verschiedene Fruchtsäfte. Wir haben 300 verschiedene Craft-Biere, handwerklich hergestellte Biere aus aller Welt. Mhm. Natürlich eine große regionale und fränkische Bierauswahl. Hier haben wir unsere Craft-Bier-Ecke eben mit dabei. Boah, Wahnsinn. Wahnsinnig tolle Sachen. Wie gesagt, international und nationaler Natur. Mhm. Hier haben wir verschiedene Energy Drinks, da haben wir auch rund 150 Stück verschiedene. Okay. Mhm. Und einfach mal das Ganze so zu erleben, es ist wirklich eine wahnsinnige Masse, was da rausgeht. Wir haben auch relativ viel Spezialsortimente, gerade verschiedene Tonic Waters, verschiedene Limonaden, alles, was man eigentlich sonst nirgendwo bekommt, das kriegen Sie bei uns. Wahnsinn. Also da kann man sich einen halben Tag drin aufhalten, denke ich mal. Also ich bin ja auch ein totaler Getränkefan. Also Tonic Water, habe ich gerade gehört, ist sehr wichtig, glaube ich. Ne? Tonic Water ist so eins unserer zentralen Themen. Mhm. Dadurch, dass wir auch eine relativ große Gin-Auswahl haben und Gin und Tonic einfach miteinander harmonieren müssen. Und deswegen muss man dann natürlich auch mal ein bisschen in die Trickkiste greifen und muss ein bisschen speziellere Sorten mit rausnehmen können.
Also, meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen einen großen Ausflug in eine Traumwelt, was das kulinarische Leben angeht, was die, ja, Sie sehen es gerade noch mal, eine ganz besondere Situation angeht. Schauen Sie vorbei und erleben Sie das Einkaufen vielleicht noch mal ganz neu. In diesem Sinne viel Spaß dabei. Einfach mal auch von Nürnberg nach Fürth rüberkommen. Gar kein Problem, ihr seid auch herzlich eingeladen. Also da gibt es nicht diese Problematik wie zwischen dem Club und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und ich denke mal, Sie werden da einen sehr, sehr schönen Moment erleben, wenn Sie sich da mal mit der großen Auswahl richtig schön, ja, sagen wir mal, ein paar schöne Minuten oder Stunden machen. Frau Stengel, danke schön, dass Sie da waren. Ich bedanke mich. Weiterhin viel Erfolg und bis bald an der Käsetheke. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch.